steht normal nicht so ein Campingtisch, sondern der ist wahrscheinlich auch heute dem Event geschuldet. Das heißt also, jetzt alle Online-Bestellungen werden hier abgearbeitet? Nein. Das wird drüben gemacht? Das wird drüben gemacht in der anderen Halle, da kommen wir mal nachher noch dazu. Hier werden hauptsächlich die Rigsparts verpackt, ja, also sprich alles Räder, also alles, was die Rigs-Produktwelt okay. betrifft. Okay. Ja. Okay. Oder wenn wir dann halt mal ein Originalersatzteil verschicken von Harley-Davidson. Okay. Ja. Das wird hier abgewickelt, wird hier verpackt, wird hier abgeholt. Okay. Das heißt, aber die Online-Geschichte ist dann eine andere Abteilung? Ist eine andere Abteilung. Das heißt also anders, wenn ich jetzt beim Philipp einen Luftfilter bestelle, ich als Händler, wird der hier verpackt. Genau. Und so Online-Geschäft wird dann drüben verpackt. Genau. Alles klar. Okay, habe ich genau. Okay. Man muss dazu sagen, Philipp ist ja, ich habe vorhin mal gefragt, ist auch schon 20 Jahre bei dir. 20 Jahre dabei. Das heißt, um das halt nochmal zu sagen, das Schöne halt an meiner oder was mich sehr glücklich macht, da ich das halt schon so lange mache, kenne ich halt unwahrscheinlich viele Leute auch schon sehr lange, ja, muss man sagen. Ja. Und es ist einfach, man hat einen ganz anderen Umgang miteinander, ja, wenn irgendwelche, auch wenn mal Probleme auftauchen, kann auch mal auftauchen. Ja, dann gibt es da kurze Dienstwege auch, weißt du, dass man mal. Und wenn man Fragen hat, man hilft sich untereinander. Und das ist natürlich, das macht mich auch immer sehr stolz, dass ich das über die Jahre wirklich geschafft habe, mich mit ganz, ganz vielen Leuten so gut zu verstehen. Muss man mal hier auch erwähnen. Ja, gehen wir mal weiter. Custom Werkstatt, okay. Können wir diese Custom Werkstatt, wie sie intern nennen? Aber sag ich mal so, ein normaler Lenkerumbau wird vorne gemacht. Ja? Ja. Das heißt, hier ist dann schon mit Schwinge, Breitreifen, also so ein bisschen Full Custom, ja. Also am Schluss entscheiden wir, ja, wenn gerade Kapazität da ist, wenn es vorne kollabiert, weil ein paar unvorgesehene Reparaturen, Durchreisende oder ihr kennt es ja aus dem Alltag, eine Reparatur ist aus geplanter Stunde, sind dann 6 Stunden geworden oder ich habe noch ein zusätzliches Ersatzteil bestellen müssen und wir haben hier gerade einen Slot, dann machen wir den Lenkerumbau auch hier hinten. Ja. Grundlegend ist es so, hier machen wir die Langsamumdreher, sagen wir intern, die Custom Bikes. Wie viele Leute arbeiten in der Custom Werkstatt? Die Hälfte ungefähr. Ja? Die Hälfte von deinen 3 Angestellten? Ja, hier haben wir zwischen 2 und 3 Mitarbeiter. Was ich übrigens, eine Sache will ich erwähnen, die ich nicht selbstverständlich fand. Ja? Der Rick hat ja den Motor gemacht. Und er hat es ja auch alles wirklich sehr zeitnah gemacht. Das muss man ja wirklich sagen, da würde ich mich nochmal bedanken, ohne jetzt zu schleimen. Ja. Er hat auch eine Sache besorgen können, die so ein bisschen schwierig war. Das kam auch relativ zeitnah. Ich glaube, der Turtle Body war es, gell? Ja. Und ich fand das Motorrad sehr schön, aber natürlich waren die Lifterblocks und die Schlüsselcover chrom. Jetzt wollte ich aber den Flow vom Rig nicht wirklich unterbrechen. Ja, und habe gesagt, komm, ich halt lieber meine Fresse, ja, das beschichten zu lassen. Und dann rief mich der Rick an und sagte, ja, mein Freund, ich habe mir mal den Danke gemacht. Du willst doch bestimmt die Lifterblocks und die Stößelcover schwarz beschichtet. Da sage ich, ja, wenn du mich so fragst, aber ich wollte es jetzt nicht verzögern. Und dann sagt er zu mir, ah, ich habe das auf Lager. Ich habe das fertig beschichtet da. Wir tauschen das gerade aus. Und das war natürlich auch so eine Sache, die nicht selbstverständlich ist. Weil die Problematik ist ja, wenn mich Leute anschreiben, ich würde gern jetzt zu dieser Zeit meine Rockerboxen beschichten, sage ich, ja, ist kein Problem, fährst aber 2 Wochen kein Motorrad, wenn es schlecht läuft. Ohne Umstände 3. Und das war halt geil, dass er das halt wirklich im Austausch da hatte. Das hat er halt so ein paar Sachen immer im Austausch da, dass es halt einfach schneller von der Hand geht. Ja. Ja. Wir bauen ein paar Bikes übers Jahr. Ja. Eben viel im Bereich Softail. Und somit haben wir dann halt viele Austauschteile da. Neuteile, die abgebaut werden, ins Beschichten gehen. Neuteile, die abgebaut werden, ins Beschichten gehen. Also wir machen zum Beispiel keinen Austausch von Gebrauchteilen. Also wenn jemand gebrauchtes Bike hat, dann kriegt er seine Teile beschichtet und kriegt auch seine Teile wieder weg. Klar. Ja, in dem Fall konnten wir mal schnell reagieren, konnten dem Frank aushelfen. Das ist übrigens der Rigslender. Den gibt es auch für Tourer, gell? Ja. Ja. Du bietest, wie viele Lenker bietest du an? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Gut, mit Touring. Also eigene Lenker, Rigsprodukte. 3? Rigsprodukte haben wir einzeln 2 flache und dann halt eben diese Variante in, also dieses Design in circa 12 oder 13 Varianten. Ja, was hast du da noch wieder gefunden? Ne? Ja, das sind die verstellbaren Handtücher, genau. Die ich ja normalerweise auch dran gemacht hätte, wenn ich keine Rennbumpfi nie verbauen würde. Ja, klassischer Fatboy-Umbau. Da sind wir gerade mittendrin. Ja. Hier sind wir schon mit den Motorteile dran. Also wie gesagt, da bedienen wir uns dann auch dem
Kunststoffbeschichtung, Austauschlager, die Neuteile gehen weg. Da sind sie schon vorbereitet. Ölfrei machen. Spart natürlich brutal Zeit. Spart brutal Zeit, ja. Muss ich jetzt wirklich sagen, das spart natürlich extrem Zeit. Ja. Brauchst halt nur zwei, drei Satz, damit du da ja, arbeiten im Flow bist. Im Flow bist. Ja. Da hatten wir schon mal bei unserem Single-Side-Umbau drüber gesprochen. Das ist auch ein Rix-Produkt, also ein Produkt, was als Rix Airride verkauft wird. Ist ja. Richtig. Ja. Das ist noch ein Zulieferprodukt. Ja. Dass wir modifizieren, also da die Kinderkrankheiten berücksichtigen. Machen aber viele, muss ich sagen, bist du nicht der Einzige. Kinderkrankheiten beseitigt und auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Und derzeit ist jetzt das eigene komplette Airride für Softail in Produktion. Die Prototypen sind abgeschlossen. Da haben wir einfach die Dinge, die hier noch hin und wieder mal der Schwachpunkt sind und einfach ausgemerzt. Und kannst du kurz sagen, was ein Milwaukee 8 Airride kostet, hast du das im Kopf? 1500, 1600 Euro? 1500, 1600 Euro und ja. Dann braucht man noch eine Halterung für den Kompressor ja. Und entsprechenden. Eigentlich sollte man einen Lenker-Switch machen, dass man wirklich bequem, ja. Bequem bedienen kann. Ja. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast, was ich jetzt öfter gemacht habe, ist dieses Airride-Modul verbaut, was ich ganz gut finde. Ich weiß nicht, ob du das schon mal verbaut hast, dass du dir das einschläfst, dass jedes Mal, wenn du die Zündung anmachst, das Ding auf die richtige Höhe hochfährt. Fand ich ganz interessant, muss ich sagen. Ja, das habe ich 2013 das erste Mal gemacht. Ach, du alter ja. Angeber, ehrlich. Dann habe ich mit Luftvorradtanks gearbeitet. Ja, das stimmt. 30 Zoll. Da hast du mal gefragt wegen Bagger, gell? Wegen Luft hoch, runter, schnell. Ja, das hat der also, da habe ich mit Tanks gearbeitet, ja. Machen wir hin und wieder, haben wir Airride vorne, hinten mit Druckregelventilen. Dann konnte man auch wirklich dieses Auf- und Abfahren ganz gleichmäßig steuern. Mhm. Und nicht ein lästiges Kompressorgebrumme, sondern wir haben uns einfach mal Druckspeicher, in dem Fall zwei Tanks bedient. Ja? Einen Tank für vorne, einen Tank für hinten. Und somit konnte man gleichzeitig hoch und runter fahren. Mhm. Die Tanks waren dann so groß, dass man das Ganze zwei- oder dreimal machen konnte, bis dann der Kompressor wieder angesprungen ist. Das haben wir über einen Druckschalter gesteuert. Das heißt also, musste gar nicht irgendwie von Hand gesteuert werden. Hier eine Streetbob. Was mir aufgefallen ist, oder wo mich viele Leute darauf angesprochen haben, wie gesagt, da musst du dich nicht so äußern, du bist ja schließlich Händler, verstehe ich auch. Mich haben halt viele Leute darauf angesprochen, dass es natürlich, dass die Preiserhöhung viele Leute dazu bewogen hat, sich nochmal Gedanken zu machen, ob sie das Fahrzeug kaufen oder nicht. Ja, aber die Preiserhöhung macht ja nicht eher. Nein, ich habe deswegen gesagt, hat ja nichts mit zu tun. Aber das ist ja überall so. 3.000 Euro, klar. Ich glaube, es waren 3.000 Euro. Klar, hier geht es natürlich ums Hobby. Und beim Hobby ist man dann natürlich immer sehr, sehr sensibel. Ja, genau. Erwische ich mich auch dabei. So, und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, in den letzten 3 Jahre wurde alles teurer. Richtig teuer. Gehen wir in den Supermarkt, ja. Haben wir 30-40% mehr auf der Uhr, manche Artikel der doppelte Preis. So ist es natürlich auch im Motorradbereich und logisch auch bei unserem Hobby, Harley-Davidson, Beruf für uns beide, für anderes Hobby. Ich denke, dass das eine Kombination von allem ist, ein Stück weit die Preiserhöhung, die der Hersteller bringen musste. Ja. Vielleicht ein Stück weit das Thema Krieg. Ja. Ich will gar nicht näher einsteigen, ich will nicht politisch werden. Preiserhöhung, Krieg, Energiekosten. Also im Prinzip ist natürlich auch von unserer Politik, wird ja jede Woche eine neue Sau durchs Dorf getrieben, auf Deutsch gesagt. Ja. Das verunsichert ja alle und selbst denkst du dann auch mal drüber nach. Und das scheut dann schon mal einen Harley-Einsteiger drüber nachzudenken, kaufe ich mir so eine Streetbob, kaufe ich mir eine so Sportster S, in Kombination zu gestiegenen Zinsen, die Verunsicherung, was kommt denn jetzt mit der Heizkosten, was kommt mit der Elektrik, Preisteuerung und dann noch die Zinsen. Die Leute argumentieren bei mir auch manchmal so. Ja, das ist so. Die sagen, du sei mal nicht böse, ich weiß nicht, wo es hingeht. Wobei ich auch immer noch beim Hobby das Geld immer noch einen Ticken lockerer sitzt, wie bei definitiv. Den anderen. Weil das, glaube ich, lassen sich nicht so viele... Wir merken es bei uns, jetzt muss ich dazu sagen, wir können uns ja nur, wir können uns ja nicht vergleichen. Ja. Ich bin ja nur Werkstatt und Umbauer. Ja. Ich muss sagen, ich merke es eigentlich überhaupt nicht. Das ist schön. Ja. Das erfreut mich sehr, dass dein Business weiterhin gut läuft. Würde ich auch gerne von meinem behaupten. Man darf ja nicht vergessen, sag mal, Betriebe, wie es jetzt der Frank macht, in der Größe finde ich manchmal beneidenswert, hat, denke ich, deutlich weniger Kopfkino wie ich manche Tage. Es wurden ja die letzten 15 Jahre
wirklich sehr viele Fahrzeuge verkauft. Harley hat geboomt, boomt immer noch, ist eine angekommene Marke, hat sehr viele Motorräder, hat sehr, sehr viele Motorräder verkauft. Die Motorräder können was und die müssen natürlich auch irgendwo bedient werden. Ja? Und das kann nicht alles nur 60 oder 65 Vertragshändler abbilden. Das heißt, da ist natürlich auch viel Potenzial. Für den kleinen Schrauber, ich nenne mich jetzt mal den kleinen Schrauber, fällt immer eine Schnitte ab. Absolut. Die entweder, pass auf, eins weißt du, wir müssen nicht extrem große, ist auch eine Sympathiegeschichte. Ich finde, ein Harley-Kunde ist ein relativ treuer Kunde, aus meiner Erfahrung. Also, das habe ich erfahren. Also, wenn du ihn nicht irgendwie verärgerst oder irgendwie vom Kopf stößt, kommt er jahrelang zu dir. Also, ich habe da wenig Probleme. Und es fällt halt gerade vom Harley, auch von einem guten Harley-Händler, es gibt schlechte, von allen schlechte und gute, fällt immer ein Prozentsatz ab, der dann zu der kleinen Schrauberbude oder Custom-Bude wie ich. Und deswegen gibt es da nie Probleme. Deswegen muss ich sagen, merke ich das nicht. So, ich denke mal, dass im Neumaschinenverkauf ja auch ein Ding ist, das vielleicht immer so eine Schnittmenge, die du hast. Aber wie gesagt, ich finde, bei den Hobbysachen ist das vielleicht noch ein bisschen richtig. Merken wir ja auch an uns. Und man darf ja auch eins nicht vergessen, es kommen jedes Jahr Motorräder dazu. Es werden ja nicht weniger. Ja? Wann fällt eine Harley Davidson auf den Schrottplatz? Eigentlich nie. Nee, das stimmt. Das ist korrekt. Ja? Das stimmt. Das ist ähnlich wie bei Porsche. Weggeschmissen wird eigentlich nichts. Weggeschmissen wird nichts, es wird wieder aufgebaut. Ja. Es wechselt die Käuferschichten. Irgendwann ist es ein Youngtimer in Anführungsstrichen, ein Klassiker. Ja? So wechselt es die Käuferschichten. Heute ist einmal jemand dabei, der eine ältere Evo kauft oder sowas, da kriegst du ja schon unter Umständen zwischen 9.000 und 12.000 Euro ein sehr schönes Motorrad. Richtig. Ja, also nicht unbedingt ausgelutschter Schrott, sage ich mal. Ja. Und so ist, denke ich, ähnlich wie es vielleicht bei einer Marke Porsche. Wann fällt ein Porsche? Eigentlich nie. Also eigentlich nie, es brennt aus. Er wird gestohlen. Das Thema ist ja bei Harley sehr, sehr wenig geworden. Ja, die Versicherungen haben sich ja da aufgestellt mit Tracking und was weiß ich was, GPS-Tracking. Kommt immer mal wieder vor, was man hört. Ja. Aber es werden eigentlich immer jedes Jahr mehr Harley-Davidson. Natürlich gibt es auch Kunden, die dann mal 3 oder 4 Jahre nicht fahren, wo das Fahrzeug irgendwo hinstaubt. Ja. Aber deshalb ist ja auch Potenzial für eben ein Aftermarket. Das ist ja auch gut so. Ja. Also, was mir auch, habe ich eben schon mal gefragt, es ist ja sehr, sehr ordentlich hier. Ja. Ja. Ich habe gefragt, das ist wohl immer so hier. Glaube ich auch, das sieht man auch. Weil man kann das nicht in einem Tag alles wegräumen, das geht nicht. Na, zumindest zum Wochenende. Ich muss sagen, ich finde das wirklich sehr schön clean, aufgeräumt, das Werkzeug richtig, wenn die Arbeitsplätze vernünftig. Man muss natürlich ja immer mal wieder eine Grundordnung herstellen. Das machen wir freitags mittags, ja. Und da lege ich dann schon Wert. Aber ich finde, das sieht auch viel schöner und ansprechend aus. Und wenn man halt mal unter der Woche große Sauerei macht, vielleicht mal eine handlaminierte Sitzbankschale nachschneidet oder irgendwas, dann muss man halt mal kurz mit dem Staubsauger durch oder mit dem Besen. Ja. Ah, das sind übrigens die Gabelcoveralls. Ja, deswegen, ich bin gerade hier. Genau, sehen wir schon wieder abgelenkt. Gut, Männer, gehen wir hier kurz weiter. Du führst uns. Ja. Gleich. Custom Werkstatt, 5 Arbeitsplätze, hinten ein bisschen Bereitstellungsfläche. Was ist das hier? So, hier das Wichtigste, denke ich mal. Dyno Jet Leistungsprüfstand. Da ist meine Leistung entstanden. Deine 214 PS, weil jetzt wieder alle Hater schreiben. Das stimmt doch gar nicht. Das kriegt man gar nicht erreicht. Da haben wir vor 6 Jahren investiert in eine Schallschutzkabine und eben einen versenkten Leistungsprüfstand, dass wir ebenerdig reinkommen. Großen Luftaustausch, man sieht es oben an dem großen Kanal. Wir haben Frischluft 18.000 Kubik in der Stunde, sodass der Mitarbeiter auch hier nicht irgendwie gesundheitlich geschädigt wird. Ja, hier entstehen die Mappings, haben wir ja schon so ein bisschen drüber macht ihr viel davon? Im Vorfeld gesprochen. Wir machen viel, es gibt sicherlich welche, die mehr machen. Wir machen es vernünftig. Wir machen. Ich finde diesen Beispiel immer sehr gut. Ja, wir spielen nicht einfach was auf. Ja. Was? Und wir sind auch nicht immer der Billigste, sondern wir mappen wirklich jedes Fahrzeug. Wir messen jedes Fahrzeug. Wir messen jeden Zylinder. Wir setzen eben vorne Buchsen für die externe Messung. Und dann wird auch jedes Fahrzeug einzeln eingemessen. Und das bedarf
Arbeit, das bedarf Erfahrung. Darf ich fragen, was, wenn man jetzt einen Termin bei, also angenommen, ich komme jetzt, ich rufe dich an, ich sage, ja, du, ich habe meinen Bock, ich will Mapping, Prüfstand, Abstimmung mit Power Vision Dynojet, was haben wir da für einen Preis ungefähr? Zwischen 800 und 1200 Euro. Okay, gut. Ja, je nach Variante, ja. Und du musst ja den Zeitaufwand und eine Tankfüllung. Ja, ja gut, du musst dir einmal die Software zukaufen. Ja. Ja. Und dann mit Software schon. Ja, 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 mit Software. Ja. Und da gibt es eben verschiedene Bausteine. Ja. Will einer das Kästchen, wie man auf gut Badisch sage, ja, also sprich den Dongle, ja, oder will er nur eine Lizenz. Mhm. Das sind schon mal rund 280 Euro Preisunterschied. Die Preise, die ich jetzt nenne, das ist also Mapping eines Fahrzeugs mit Luftfilter, Auspuff, mehr oder minder Standardcharakter. Mhm. Ja. Getunte Motoren, sagen wir mal jetzt 131 Kubik Inch oder sowas, da bedarf es dann deutlich mehr Arbeit. Ja. Wir haben auch schon mal Motorräder gebaut mit Turbo, da bedarf es dann mehr Arbeit. Und da sind wir dann halt auch schon mal einen Tag oder zwei Tage oder drei Tage auf dem Prüfstand. Turbomotoren. Ja. Ja. Oh, das böse Wort, Leon. So. Hä? Das böse Wort, Turbo. Auch nichts gehört. Also Abgasregelanlage, Herr Wachmeister. Also stärkste Euro 12 Abgasregelanlage. Die stärkste Harley, die wir hier gemessen haben, hat 206 PS und rund 295-298 Newtonmeter Drehmoment gehabt. Das war die stärkste gemessene Harley. Würdest du das gerne mal umgebaut fahren? Ob ich das gerne fahren würde? Newtonmeter. Wowie, wowie, wowie. Ja, das ist nicht die Messlatte, muss man ganz klar sagen. Was wir viel machen, eben neue Fahrzeuge vor der Auslieferung, die eben eine Auspuffanlage kriegen. Das empfehle ich auch jedem Kunden. Siehst du das wirklich so? Ja. Ich sehe es witzigerweise anders, aber ich höre dir gerne zu. Auspuffanlage bekommen und ein anderer Luftfilter. Okay. Ja. Okay. Aber nur Auspuffanlage, würdest du sagen, ist ein Mapping? Funktioniert. Funktioniert. Aber nicht optimiert, ja. Ja, klar. Genau. So. Na, ja, ja, natürlich. Es geht und besser. Und wenn ich dann sehe, was manche Kunden, sagen wir mal, für ein Volumen, für Fahrzeug, Auspuff und sonstiges Zubehör ausgeben, ist ja so ein Mapping ein prozentual ein sehr kleiner Anteil. Ja, ja. Und das unterschätzen viele. Das ist das, was der Basti immer sagt. Ja, das ist das, was viele unterschätzen. Das kostet, Ding kostet 43.000 Euro und dann sparst du 1.000 Euro für ein Mapping. Mapping, ja, das, ja. Ist so, das ist ja immer Leute, der Satz, wenn du sagst. Ja. Ja. Und ich habe immer mal wieder Kunden, die nach 3 Jahren erst ihr Fahrzeug mappen und sagen, ach Gott, das hätte ich gleich machen sollen. Ja? Ja, ja. Weil dieser Mehrfahrspaß, ja, den hast du sofort. Definitiv. Ja. Und es ist also ich find, ich sag, für das Investment das wirklich. Das Verhältnis dann. Ne? Ja. Das ist wie wenn du das Bike kaufst und sagst, nee, das ist mir zu teuer, die Griffe. Ich lasse die Gummigriffe drauf. Ja. Gut, so, gehen wir einen Schritt weiter. Natürlich, ja. Wir folgen dir. Unauffällig. Ah, jetzt kommen wir in die. Da ist da schon die mechanische Werkstatt. Da das habe ich so in Erinnerung. Ah, hier liegen deine beschichteten Sachen. Guck mal. Da liegt dann auch mal ein Teil der beschichteten Bauteile. Eben hier jetzt haben wir Fatboy-Gabelbrücken liegen, Lenkerklemmen, Tauchrohre. Ja, Lüfterblöcke. Ja, Kunden wie der Frankie, die dann sich kurzfristig entschließen. Ja. Vieles ist einfach auch unterwegs, gerade beim Beschichter oder kommt vom Beschichter zurück. Hier war ich ja schon Jahre nicht mehr. So, gehen wir einen Schritt weiter. Sollen wir daraus das dritte Video machen? Ja, aus mechanischer Fertigung. Wir können das auch zusammen ein Video machen, dann haben wir 2 Videos. Ja. Okay. Ja. Machen wir weiter. Ja. Also, fangen wir nochmal von vorne an. Ja. So, ja, du hast ja laufen. Ah, das geht schon. Also, man riecht schon, ja, die Luft etwas Öl und Bohrwasser angereichert hat. Wir sind im CNC-Bereich. Mit. Kann ich, Entschuldigung, dass ich bitte? Unterbreche. Das sagt ihr mal, ich unterbreche die Leute. Das fällt mir gerade. Das ist ein Elektromotor. Das fällt mir gerade ein. Ist das, kann ich mich richtig erinnern, dass am Anfang, ganz am Anfang, die mechanische Fertigung vergeben war an jemand? Ein Teil. Gell? Aber ganz am Anfang, oder? Das hier haben wir selber gemacht. Ja, ich habe das so in, aber in anderer Form. Ah, okay, eigentlich. Alles klar. Also ich will nichts sagen, aber die Drehbank ist auch. Alter, was ist das? Das ist jetzt keine CNC-Drehbank, aber
Wenn du jetzt eine konventionelle große Drehbank. Groß? Ja. Schon und auch riesig. Leistungsstark. Ja, bei dem. Guck dir mal die Motor an. Gut, ich kenne das halt aus meiner Lehrzeit. Da hatten wir auch so Dinger. Du warst bestimmt derjenige, der dich da reingezogen hat und den Arm gebrochen hat. Nee, ich war der, der immer den Schlüssel da steckt, ja, den Backenfutterschlüssel. Der dann den Elektriker angerufen hat, zum Neonröhre tauschen. Genau. Ja, schade, dass jetzt nichts mehr läuft. Wir sind am Samstagnachmittag. Das ist unsere neuere Maschine. Eine Mazak Quick Turn. Ist ausgeschaltet, geht der Schalter nicht auf. Die hat zwei Backenfutter, zwei Spindeln, zwei Motoren, einen Stangenvorschub, kleinere Teile wie sagen wir jetzt mal Crashpads, was wir vorne an der Crashbar gesehen haben, kommen dann von der Stange, werden hier von der ersten Seite produziert. Wir haben angetriebene Werkzeuge, wir haben also Fräswerkzeuge drin und wir greifen dann ab mit der Gegenspindel, mit dem Gegenfutter. Ah, und produziert auf der anderen Seite fertig und so ein Crashpad kommt dann fix und fertig hier raus. Das Crashding kommt da raus? Ja. Die Aufsätze, die du vorhin gesehen hast. Mit Gravur, mit allem. Mit Gravur? Allem. Ganz günstige Maschine. Ja. Die ist sehr günstig. Darf ich mal ganz kurz fragen, was so eine Maschine kostet, Rick? Mit dem Stangenvorschub und dem Späneförderer, was du ja alles immer so extra kaufen musst. Also es ist nicht nur bei Harley so, dass man alles extra kaufen muss, es ist hier bei den Maschinen auch so. Ja. Da bist du... 250.000? Ich meine, wir waren bei 280 plus ein paar Spannwerkzeuge, 320. Ja. Ich schmecke bei einer Bohrmaschine. Ja. Das ist unser ältestes Schätzchen auch. Drehmaschine. Mazak. Und hier sind die verschiedenen Werkzeuge in den Vorrichtungen. Ich kann mir vorstellen, wenn du das verkehrt eintippst und das bricht ab, ist das teuer. Ja gut. Oh, das ist ein Revolver, ne? Ja, genau. Wo? Das ganze Ding. Ach so, ist ein Revolver. Ja. Aber wie gesagt, das ist im Prinzip eigentlich ein Oldtimer zu der Maschine, was wir erst standen. Ja. Das sieht nicht aus wie ein Oldtimer. Ja. Krass. Das heißt, wo kommen jetzt die? Ach, das sind auch die Maschinen. So, dann haben wir uns zwei große Fräsverarbeitungszentren. Wo kommen die Felgen jetzt raus? Darf ich dich fragen, wo deine Fäden sind? Ist das ganz günstig? Auf der Maschine werden die. Der Schrank ist ganz günstig. Also die Monoblock-Fäden werden auf der Maschine gefräst. Ja. Okay. Nur mal was von den Leuten. Die drin wohnen? Nur mal ganz kurz, weil viele Leute haben das ja immer noch nicht verstanden oder können den Preis nicht nachvollziehen. Kannst du nur mal in ganz kurzen Worten sagen, wie lange jetzt zum Beispiel die 10,5x18er Felge läuft? Wie lange die Maschine läuft? Also die 10,5x18 in dem 5-Speichen-Design, die wir für Olli gemacht haben, ja. Independent Jobbers, ist in Anführungsstrichen ein einfaches, dreidimensionales Design. Mhm. Die läuft nach Programmoptimierung so rund 35 Stunden. Gut, und man muss ja Maschinenstunden rechnen plus den. Was kostet der Block ungefähr, der Alu-Block? In dem Fall haben wir ja Schmiedewohlinge. Ja, das heißt, die kommen vorgeschmiedet von USA. Okay. Deswegen haben wir ja auch also, das heißt, hohe Materialdichte. Keine Blöcke, sondern ihr vorgeschmiedete Rohlinge. Wir haben vorgeschmiedete Rohlinge. Ja. Was kostet so ein Rohling, wenn man fragen darf? Grob? Oder was würde ein Block kosten? Ein Block würde jetzt dann wahrscheinlich für eine 10,5 Zoll Felge nach dem heutigen Aluminiumpreis wahrscheinlich 1.500 bis 2.000 Euro kosten. Ui. Ja. Und der Schmiederohling liegt etwa bei 700 bis 800 Euro. Und der Vorteil ist, also A, habe ich weniger Material zu zersparen. Ja. Ich habe auch eine höhere Materialverdichtung, weil es umgeschmiedet wurde. Mhm. Ja. Hab einen fortführenden Faserverlauf. Ja, hier Gabelcover, sieht oder? Man jetzt Gabelcover ja. In allen möglichen Varianten. Ja. Verschiedene. Ich hatte das auch schon mal in ein oder zwei Videos angesprochen. Wann denkst du, wann die Lieferung beginnt, wann die Leute bestellen können? Die Gabelcover? Ja. Die können Sie im Prinzip in den nächsten 14 Tagen bestellen. Okay. Ein Teil haben wir schon auf Lager, ein Teil können wir schon liefern. Die gehen jetzt weg ins Kunststoffbeschichten. Ja. Ich liebe sowas, ich weiß nicht, warum. Ja, ich weiß. Warum liebt man sowas? Ja, weil du die, ich glaube, wenn der Handwerker, weil du die Umsetzung, diese Form jetzt, nicht, dass es so geht. Ja. Ich glaube, wenn du Handwerker bist, dann magst du diesen technischen Aspekt. Ja. Ja.
Jetzt mal, wenn man das im Detail mal anschaut, es ist dreidimensional in vielen Richtungen. Ja. CNC gefräst, teilweise abgezeilt. Das ist jetzt im Prinzip nur ein Kennzeichenhalter für eine Einarmschwinge. Eine Einarmschwinge, ja. Genau. Okay. So, der dann wieder aus einem riesen Block rausgefräst wird, Laufzeit, komplex. Könntest du das eigentlich alles so lassen, dann nur mit Klarlack versiegeln im Prinzip? Ja. Wird das gehen? Klar eloxieren. Klar eloxieren, ja. Oder eben Keramik versiegeln. Das sind jetzt zum Beispiel Schwingengehäuse. Für die 300er Schwinge. Ja. Ja. Schwer, ne? Ja. So, die werden also klar Flachstahl gelasert, gekantet. Die werden dann hier WIG geschweißt. Das ist das, was du gesagt hast, vorgefertigte Teil. Gell? Das wird vorgefertigt. Ja. Ja. Hier sieht man schon, es ist blank. Das heißt, es war schon auf der Maschine. Mhm. Das heißt, der Lagersitz wird nachträglich ausgespindelt. Eben auf ein 100stel Millimeter genau, gemäß den Toleranzangaben. Da werden die Anlageflächen für die Rohren auch auf der CNC-Maschine geholt, so dass man da eben die Toleranzen ganz eng halten, ganz klein halten. Und somit ist auch der Verzug, der beim Schweißen entsteht. Ja, also für die Laie im Prinzip durch das Verschweißen hier würde jetzt da der Lagersitz ein Ei werden. Deswegen wird es vorproduziert mit 1 Millimeter Aufmaß und wird dann nach dem Schweißen ausgespindelt. Das Problem haben wir immer auch, wenn wir irgendwas schweißen, danach mal, denkst du, ey. Ja, dann steht hier noch eine weitere Fräsmaschine, Matzak. Wo werden die hergestellt? Ist das so? Die kommen aus Japan. Ach, echt krass. Ja. Da haben wir Bandsägerautomaten, ein bisschen Aluminiumvorlauf, nicht viel. Das kommt also mehr oder minder just in time. Lass den Teil mit Anführungsstrichler. Also immer so 4-5 Werkhaken. Das ist voll Material. Hier ist wieder so, dass es Material schneller kommt. Ja. Ja, gut. Das darf aber nicht umfallen. Ne? Nee. Das ist nur Aluminium. Ja, dann haben wir hier Poliererei. Bedeutet also, dass aber der Polierer ist ein eigenständiger Typ, der nur poliert. Du weißt, was ich meine. Oder polieren hier mehrere Leute, die auch in der Fertigung sind. Nein. Da brauchst du einen, der das kann. Ja. Und das macht Maiko bei uns. Es wird alles hier poliert? Ja. Alles, was du bei uns poliert kaufst, wird hier drin poliert. Aber was ist denn, Basti, das war diese Trommelpoliergeschichte, das kann man, könnte man damit auch... Da. Mein Hochlein verdichten. Machst du da, okay. Hochlein verdichten? Nee, Trommel, diese mit den Stahl. Hier ist mit dem Stahl. Ja, da. Genau. So. Das da. Genau. Hochlein verdichten. Ja. In der Umgangssprache sagt man trovalisieren. Genau, richtig. Ja. Troval ist aber der Hersteller von diesen Vibrationsschleifanlagen. Im Fachjargon ist es einfach ein Gleitschleifen. Das sind lauter kleine, feine Schleifsteinchen, die dann hier über Exzendermotoren zu einer Vibration... Das heißt, das wäre Hochglanzverdichten für mich jetzt, oder richtig? Schleifen, Feinschliff, Hochglanz verdichten, je nachdem, was man hier für ein Medium reinfüllt. Muss man das die Felder dann auch irgendwie bearbeiten, lackieren noch irgendwas? Oder? Ja, so das ist jetzt im Prinzip, wir machen hier einen Feinschliff drauf. Ja. Ja. Das ist, wenn sich einer schon mal mit Lackieren beschäftigt hat von Autos, der Lack kann nur so gut werden wie die Vorarbeit. Und so ist es beim Polieren auch. Ja. Das heißt, man muss schleifen, man muss feiner schleifen, einen Feinschliff. Und umso einfacher bringst du nachher einen Glanz drauf. Mhm. Und eben, wir konnten da eben die Manpower reduzieren, was ja, sagen wir mal, beim Polieren unheimlich schwere körperliche Arbeit ist. Ja. Durch dieses Gleitschleifen konnten wir da wirklich jetzt bei den tiefen 10,5 Zoll Schmiederad Hochglanz poliert. Da ist der vorher 6-8 Stunden gesessen. Boah. Und jetzt macht er das noch in einer Stunde. Ja, eine Knüppelarbeit. Eine Knüppelarbeit. Ja. Wir haben die Manpower reduziert, musst aber auch ganz schön viel Geld ausgeben hier für die Schleifsteinchen. Darf man nicht ganz unterschätzen, wenn man jetzt mal sowas anschaut. Da sind große und kleine dabei. Ja. Die kleinen sind im Prinzip die älteren, die sich schon abgenutzt haben. Das heißt, die Schleifsteinchen nutzen sich ab und dann kaufst du mal so ein paar Sack Schleifsteinchen nach. Also ich behaupte mal, der Kübel Schleifsteine hier 4.500 Euro, so ganz grob. Und dann nützen die sich ab, dann hast du weniger Menge, dann musst du 2 Sack nachkippen. Ja? Wir haben hier
Umlaufwasser, das heißt, es gibt ja dann einen Schleifschlamm, der hier weggeht. Das heißt, kommt Wasser dazu, gibt es einen Schleifschlamm. Schleifschlamm. Mein Gott. Ach so, und das ist das. Ja, ja, okay. Ja, das wird hier rübergeleitet, läuft über einen Papierfilter. Hier hat man jetzt getrocknetes Aluminium mit Abrieb mit Schleifmedium. Das geht hier durch den Papierfilter, durch verschiedene Absetzbecken. Und dann wird das Wasser wieder hier verwendet. Okay. Also wir arbeiten hier in dem Fall jetzt mit Umlaufwasser. Jo, rechts hinten drin haben wir eine Ultraschallreinigung, wo man dann auch polierte Teile Ultraschall reinigen könnt. Ja, jetzt haben wir so ein ganz grob das Erdgeschoss gesehen. Man sieht, wenn man schwenkt nach oben machen mit der Kamera, hier Stahlträger, wir haben mal Zwischendecken eingezogen. Da steht jetzt im Prinzip der Vorrat der Schmiederadrohlinge und auch Messeware, also alles, was man nicht jeden Tag braucht. Mm, das ist okay. Also Reserve Lagerfläche. Hier oben drüber haben wir Fertigungsbüro für den CNC-Bereich, haben Sozialräume für den CNC-Bereich und haben auch Vorrichtungslager, weil eben auch auf der Fräsmaschine hast du ja Vorrichtungen. So, gehen wir mal weiter. Hier einen Stock höher. Ne, ganz ehrlich, wenn die Leute nach dem Video nicht verstehen, warum das so teuer ist, ne? Nein, warum es einfach Geld kostet. Ja, manche. So muss es einfach sehen. Hast du noch viel aus? So, hier haben wir Zwischenlager Schutzbleche. Kannst du vielleicht hier mal kurz einen Schwenk reinmachen? Sind aber nur so ein paar weg, oder? Also alles, was gängig ist, haben wir auf Lager und können am selben Tag versenden oder spätestens am nächsten Tag. Ist aber auch manchmal in der Blechfertigung schwierig gewesen, gell? Auch bei anderen Lieferanten. Sag ich mal, dass da... So. Ach du Scheiße. Was ist das denn vor? Haben wir die gängigen Heckteile haben wir vorgefertigt da und können sie entsprechend versenden. Licht oder geht? Nö, geht, ist okay. Krass. Boah, Software, Milwaukee 8, Shortcut, 200er. Ja, alle Varianten. Die langen Varianten, die kurzen Varianten. Schließ ein, vermisst eh keiner. Oberschutzfläche. Twincam 260er bis 217. Cool. Ja, auf der anderen Seite hast du einen Austauschfußrasten. Ja. Alles Mögliche halt. Ja, auch ein dezenter Reifen da rum. Das ist ein 360er. V-Rubber. Gibt's nur von V-Rubber. Der gute V-Rubber. Genau, sind von den Milwaukee 8 Fatboys Defender. So. Lang und kurz. Hier ist jetzt zum Beispiel auch wieder ein Tiefziehteil. Ja. Das war das erste Werkzeug, das wir gemacht haben. Milwaukee 8. Fatboy. Ja. Fatboy Vorderradschutzblech. Das ist in dem Fall ein langes. Mhm. Es gibt es in drei Designs, in lang, kurz und irgendwie so ein Street Cut. Jo, ready sehr schön. Sehr schönes Produkt. Spannungsfrei. Ja. Passt. Mehrfach verbaut. Wunderbar. So, da haben wir natürlich alle gängigen Sachen auch auf Lager. Ja. So dass wir kurzfristig liefern können. Sportstar S-Schutzbleche. Ich weiß ja gar nicht, wo du hinfilmen sollst. Viel, ne? 21 Zoll Touring-Schutzbleche machen wir mittlerweile auch auf dem eigenen Werkzeug. Oh, okay. Der 21er Umbau ist ein bisschen weniger geworden. Ein bisschen weniger geworden, aber wir machen immer noch fast 100 Schutzbleche im Jahr. Mhm. Wobei ja wahrscheinlich im Sommer wieder viel ins Ausland versendet. Das auch. Schöne ist eigentlich, wir können es aus dem gleichen Werkzeug machen wie... Ah ja, okay. Ja, ja. Unsere Prägau, da habe ich da viel Zeit investiert. Wir haben hier eine Sieke mit eingeprägt. Ja. Deshalb ist jetzt auch unser Schutzblech extrem verbindungssteif. Ja. Was ja bei den langen Dingern immer das große Problem ist. Bei den langen Dingern immer das große Problem. Was kommt hinzu? Super preisattraktiv. Wir nehmen, glaube ich, 2,79 für ein 21 Zoll Stahlschutzblech. Ja. Made in Germany.
das vielleicht nochmal betonen. Also es ist nicht irgendwie Fernostware, sondern das ist wirklich made in Germany. Auch das Material selber, ne? Ja. Für den Preis, so ein bisschen, ne? Philosophie von mir. Mag der ein oder andere drüber schmunzeln. Es gibt GFK-Schutzbleche für 400. Ja, mancher. Deswegen. Also. Ja, und ich weiß, dass andere namhafte Hersteller das Material nicht aus Deutschland besorgen und dann wirklich schlechte Qualität haben. Dann haben wir hinten ein bisschen Schwingenlager, Bremsscheiben. Hier haben wir Sportster-S-Teile, Verstellhebel, Kennzeichenträger. Ein bisschen Viro-Teile noch. Dann haben wir hier Vormontage, Luftfilter, Fußrasten, Kennzeichenträger. Das ist so der Vormontageplatz hier. Hier werden die Räder montiert. Und dann haben wir hier Radmontage. Ja, wie ihr seht, alles etwas auf engerem Raum. Wir sind kapazitätsmäßig, platzmäßig an der Grenze. Ja. Deshalb haben wir auch den Online-Shop ausgelagert. Werde dort auch nochmal im Herbst anbauen in die Höhe. Das sehen wir nachher gleich. Dann wird es hier sich ein bisschen entspannen. Ja, Radmontage. Nur mal ganz kurz, das ist jetzt nicht das, was wir vorhin gesprochen haben, aber im Grundsatz her müsst ihr euch vorstellen, dass früher, wo so wie Rick angefangen hat, dass das Innenteil war die originale Harley-Davidson Fatboy Gussfelge von früher, 3x16, und dann wurden im Endeffekt BBS-Betten, waren glaube ich BBS-Betten, gell? Hauptsächlich früher. Und die sind ja dann gebrochen und dann habe ich mir das zur Aufgabe gemacht, eigene Felgenbetten. Die haben immer Risse gekriegt. Genau, eigene Felgenbetten zu produzieren, die auch halten. Weil BBS Rennsportfelgenbetten waren, sagen wir mal, seinerzeit, wie es halt im Rennsport üblich ist, auf Gewicht und relativ dünnwandig und es hält dann wahrscheinlich 20 Rennen und dann werden sie fortgeschmissen. Nur bei der Harley waren sie völlig überbelastet und da sind sie immer nach gewissen Kilometern sind sie dann gebrochen, die Felgenbetten. Ja, wie ihr seht, Radvormontage, wir arbeiten bei der Radbestellungen oder sagen wir bei der Radproduktion auftragsbezogen, das heißt Rad wird bestellt, von zum Beispiel von Frank, in der Größe, in dem Design, in der Farbe für dieses Modell. Und dann merkt man schon, wenn man das alles farblich, Modell, Größe und Design miteinander kombiniert, haben wir wahrscheinlich 3000 Varianten. Deshalb wird jedes Rad im Prinzip nach Auftragseingang produziert. Ja, viele Leute denken nämlich, dass der ganze Scheiß auf Lager liegt, aber es ist ja so umfangreich von den Designs und von den Breiten, dass das gar nicht möglich ist. Ja, ja, wie gesagt, deshalb auch Verständnis bitte an die Kunden. Deshalb kann auch mal eine Radbestellung 2 bis 3 Monate gehen. Ja. Es gibt auch bei uns mal Ware, die aus ist. Es gibt auch mal eben, wir haben auch mal Zulieferprobleme. Felgenbetten kriegen wir von einem Zulieferer. Kunststoffbeschichtung ist ein Zulieferer. Ja. Und alle haben mal irgendwie Urlaub oder haben mal ein technisches Problem mit der Anlage oder was auch immer. Ja, hinten sehen wir noch mal eine kleine Drehbank, Werkstattpresse, eigentlich gewöhnlicher Bereich, wie man es halt montiert. Die Schwingen werden hier auch montiert, sehe ich gerade. Die Schwingen werden hier hinten auch montiert. Ja. Ja. Okay. Jo. Wie ist eigentlich die Gewichtung vom Gabelbrückenumbau Bagger? Ist auch ein bisschen eingebrochen, gell? Ist auch ein bisschen weniger geworden. Du kannst durch, wenn du möchtest. Kommst du mit ins Fernsehen, Svetlana? Ins TikTok? Überall hin. Überall, wo du willst. Ich habe sie im TikTok gesehen. Ja? Ich war mit dem Arbeit runter nichts. Ja, okay, danke dir. Schönes Wochenende. Danke recht herzlich. Ja. Hier liegen die ganzen Radnaben, Spacer für die Dreiflight-Systeme. Die gängigen Radnaben haben wir hier vorgelagert und dann haben wir noch separate Regale und Dinge für Radnaben, die dann halt einmal im Jahr was hier rumliegt, gell? Was hier rumliegt. Und da sind ja die Sterne, ne? So, dann haben wir hier Buchhaltung, dann haben wir hier Felgensterne, ja. In allen Designs, in allen Größen, vorgefräst, vorgeschliffen, ja. Und sie werden dann auftragsbezogen, poliert oder beschichtet. Ja. Und so geht es dann auch mit der Felgenbetten. Die Felgenbetten sind jetzt anderweitig eingelagert. Wir haben ein bisschen GFK-Lager hier, wenn man da runter schaut. Wir haben hier drüben noch Radnaben, die nur noch selten gebraucht werden. Also wo man dann gibt ja auch Radnaben für Modelle, die
wir nur noch in ganz kleiner Stückzahl auflegen oder eben nur noch in kleiner Stückzahl auf Lager haben, die einfach nicht mehr so oft gebraucht werden. Jo. Büroplatz. Dann können wir kurz einen Schwenk zu den beiden Technikern machen oder in dem Fall jetzt zu den Arbeitsplätzen der Techniker. Konstruktion. Konstruktion. Hier sitzen unsere zwei Techniker, die die Teile konstruieren. Die Radialhalter zum Beispiel angezeichnet schon, gell? Ja. So, das sieht man auch im Prinzip auf den Computerbildern, auf den CAD-Bildern, die neuen Rix-Bremsscheiben, schwimmend gelagert, Wave-Design. Schwarzer Innenring, Basti, sehr wichtig. Schwarzer Innenring, ja. Wir sind hier mal ganz bewusst nicht auf Schlitze gegangen, weil dieses Schlitzen... Finde ich gut. Finde ich einfach weniger technisch, ja. Hier sind wir mal auf Bohrungen gegangen. Luftiges Design und trotzdem haltbar, ja. Und hier sieht man dann im Prinzip die verschiedenen Halterungen, die verschiedenen Varianten. Manchmal konstruieren wir was und verwerfen es wieder. Kleben es mal an die Wand und am nächsten Tag sagst du, das Design ist besser oder das, wenn du so ein bisschen unschlüssig bist. Ja. Das sind so Prototypen oder was? Prototypen. Oder ist die Gabelbrücke, das ist das Kabelbrücke. Gabelbrücke. Prototyp, ja? Ja. Gut. Ui. Die schönen Brembos wieder entdeckt. Was da? Das ist im Prinzip jetzt alles Computer, ne? Einarmschwingen mit Umlenkung. Ja, so wie wir es in und da siehst du, siehst du, das ist das Pulli gezeichnet. Ja, 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 ja. Ja? Hier arbeiten zwei Leute? Zwei Leute, ja. Was ist das denn? Auspuffrohre. Ja. Das ist FXDR, gell? Die Schwinge, oder? Nee, das ist... Von der Ducati. Monster ist das. Ja. Und ach ja, genau. Da haben wir ja früher immer die Extender genommen, gell? Für die Einarmschwinge, weißt du? Und da haben wir uns mal was angeguckt. Ja. In dem Fall jetzt speziell eigentlich die ABS-Variante. Okay. Muss man auch dazu sagen, was ja bei einer Einarmschwinge Harley Davidson eigentlich nicht völlig normal ist. Wir haben an unserer Einarmschwinge mit Umlenkung ein funktionierendes ABS-System. Ja. Ich wollte die doch anziehen können. Nein. Ja? Wir dürfen manche Sachen im World Wide Fab nicht zeigen. Okay. Ja, also. Was ist denn da? Nichts. So. Oh, ist aber auch ein kleines Lager da. Da haben wir dann Schmiederäder vorgefräst. Ist das 26 oder 30? Das ist 30 Zoll. Für die Bagger, gell? Ja. Sind die denn schon verkauft, die Räder? Also nein, das ist vorgefrästes Lager. Ja. Das heißt, wenn du morgen eine 30 Zoll in Schwarz Kunststoff beschichtet sind drei bestellst, bei mir. Dann kommt die hier aus dem Lager und dann kriegt sie die Radflansche, die passende dazu und dann geht es ins Beschichten. Deswegen haben wir alle gängigen Radgrößen. Ja. Jetzt ist 30 Zoll nicht gerade super gängig, ja. Aber wenn wir dann mal die Maschine anschmeißen für das 30 Zoll Rad und die Programme einfahren, dann fräst du gleich 6 oder 7 Stück. Mhm. Und somit hast du dann halt irgendwann noch 3 oder 4 Stück auf Lager und ein paar hast du abverkauft. Jo, ein bisschen Reifenlager unten für die Werkstatt und eben Schmiederadlager vorgefräst. Jo, dann gehen wir einen Schritt weiter. Sozialräume der Mitarbeiter, linker Hand. Dann haben wir hier Lager, Klamotten und so weiter, Helme und Bekleidung, alles was nicht in der Showroom reinpasst. Jetzt kommen wir mal gleich zum Wichtigsten. Zur Bar. So, Frenki, hat mich riesig gefreut, dass du das Motorrad bei uns bestellt hast und dich für uns entschieden hast. Ich hoffe, ich mache dir Spaß. Und ich war schon lange nicht mehr daher, du weißt es. Ja, lange nicht mehr. Lange nicht mehr? Ja. Und so, es gab gutes Rührei. Es gab gutes Rührei, lecker. Hat sogar Basti gesagt. Okay. Ich wünsche mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Google. Kriegst du. 5 Sterne plus. 3-mal. Und jetzt pass auf, jetzt trinken wir ein Bier. Ja. Und dann geht's weiter nach Schwetzinge. Männer, in diesem Sinne. Peace and out.